Ja, wir begrüßen euch zurück beim Finale des Studi-Cups Nummer 4. Getting started. Gleiche Teams, andere Positionen. Jetzt sind die Arbeitslosen auf der blauen Seite und die TH Köln-Gummersbach befindet sich auf der roten Seite. So, was glaubst du, wird sich jetzt in dieser Pick-und-Band-Phase ändern? Morgana wurde auch im Stream mehrfach erwähnt. Ich könnte mir vorstellen, dass tatsächlich Morgana jetzt ein Bannziel wird. Natürlich von der Purple Side. Mordekaiser haben wir eben gesehen, Lee Sin Bann haben wir eben gesehen, auch Nautilus, kein unbekannter Bann. Und da ist der Morgana Bann, den wir angesprochen haben. Ja. Jetzt wurde es tatsächlich auch mal Zeit dafür. Und der Ashe Bann von der blauen Seite, der überrascht mich doch ein bisschen. Ja, Ashe hat schon ein recht gutes Pickpotenzial und kann auch gut gegen diese Juggernauts auskommen. Also es sieht so aus, als würde das blaue Team wieder tendieren. Also als würden die Arbeitslosen wieder dazu tendieren, diesen Garen zu nehmen. Kann es mir theoretisch vorstellen, es hat an sich so gut funktioniert, aber ich glaube nicht, dass Best Tründer dann nochmal Tründer mehr picken wird. Ich bezweifle allgemein, dass es in dieser Pickphase nochmal zum Tründer mehr kommen wird, aber Garen wird allgemein gesagt, wollen wir nicht, raus damit. Ja, also die Bans tatsächlich jetzt doch sehr auf das letzte Spiel angepasst, aber trotzdem, der Jarvan kommt durch und der war ja durchaus Teil dieser Combo in der Midlane, also ich könnte mir vorstellen, dass man dort mit einem ähnlichen Champion, vielleicht mit einer Ahri, die mit ihrem Charm ja doch einen gewissen ähnlichen Effekt wie die Morgana Q hat, dass man dort wieder ja, auf dieselbe Strategie zurückgreift, einfach die Midlane immer und immer wieder zu campen, möglicherweise ja auch den Midlaner zum Tilten bringt, der ja doch schon etwas angeschlagen sein dürfte nach seinem 0-6 oder 1-6 aus der letzten Runde, aus der Laning-Phase. Und ich könnte mir vorstellen, dass eine Vi und ein mobiler Midlaner auf der Gegenseite diesmal doch etwas besser funktionieren können, insbesondere wenn die Vi sich denn dann auch auf die Midlane fokussiert. Ja, Vi auf jeden Fall sehr stark über den gesamten Spielverlauf. Eigentlich, also man, es hat sich nie für Vi etabliert, irgendwie zu einer bestimmten Meta zu gehören, weil Vi war eigentlich immer irgendwie präsent. Ich meine, jetzt in den Worlds wird sie, glaube ich, nicht ganz so stark gespielt, weil momentan andere Jungler dort einfach zu den anderen Champions bei diesem Patch besser passen. Boah, Vi war für mich immer so ein Champion, der ging eigentlich immer. Er hat nirgendwo perfekt reingepasst, aber hat auch nie irgendwo gesagt, hier störe ich. Ja, also Vi war tatsächlich in der professionellen Szene immer so am Rande und gegebenenfalls mal ein Nischenpick. Also wurde tatsächlich recht selten gespielt, aber zumindest nachdem sie nach ihrem Release doch sehr hart genervt wurde, ist jetzt schon einige Zeit eigentlich aus dem Meta gefallen, aber ist immer so ein bisschen, wird immer mal wieder angepickt, ist, denke ich, auch in den Teamstrategien vorhanden. Gegebenenfalls, aber bleibt immer ein Nischenpick für den Fall, dass man eben ein gewisses Lockdown für einen gewissen Hypercarry braucht. Vor allem wichtig finde ich jetzt hier eigentlich sogar schon der Pick von Thresh auf der Seite von TH Köln-Gummersbach, was ja im Prinzip einfach nur dieses Wegpicken von Zodiac ist, der ja wirklich eine phänomenale Leistung im letzten Spiel mit diesem Thresh gezeigt hat. Also da war ich echt ja, überzeugt also, von. Wir sehen jetzt hier den Supporter praktisch Tausch, also beide Supporter wechseln den Support und picken das jeweils andere. Also ich bin gespannt, wie das jetzt in dieser Runde ausgehen wird. Denn in der letzten Runde hat der Thresh ja durchaus, auch spätestens mit seinem Double Kill auf der Botlane, doch das Matchup für sein Team entscheiden können. Ja, Trundle finde ich allerdings eine interessante Wahl. Trundle bekannt als der Tank Shredder, gerade mit seiner Ultimate, der da wirklich in der Lage ist, Tanks absolut auseinanderzunehmen. Was erwarten die wohl jetzt von den Köln-Gummersbachern, dass sie den Trundle reinpicken? Ja, also ich bin etwas überrascht, dass man den Trundle so früh pickt. Also normalerweise wird Trundle ja, wenn überhaupt, dann als Counterpick wird zum Beispiel ein Dr. Mundo, der definitiv offen ist, gepickt. Vielleicht als Warnung, Mundo doch besser nicht zu picken. Ansonsten ist Trundle eigentlich eher eine schlechte frühe Wahl, da man ihn, wie gesagt, meist eigentlich eher als Counter benutzt. Wurde damals höchstens in der Meta als Renekton und Shyvana so beliebt waren, gepickt, weil man dort davon ausgehen konnte, dass eben einer der beiden durchkommen würde. Auf der Gegenseite sehen wir jetzt Jinx und Echo und das ist natürlich die Frage, ob der Echo gegen den Trundle auf der Toplane spielen wird oder ob er in der Midlane spielen wird. Also definitiv ein Flexpick. In letzter Zeit eher, wenn dann in der Midlane gesehen, gerade von Rookie zum Beispiel, von Invictus Gaming, der hat ihn ja immer mal wieder ausgepackt. Aber ich bin gespannt. Ja, Echo in letzter Zeit in den Worlds auch schon durchaus mal hin und wieder gepickt, aber nicht so erfolgreich, weswegen man ihn jetzt vor allem in den letzteren Spielen immer weniger gesehen hat. Liegt nicht zuletzt daran, dass es einfach momentan Champions gibt, die besser sind.
Dank des Juggernauts-Updates hat man ja da einiges gesehen. Also definitiv wurde dahingehend doch einiges verändert, sodass Echo eben einfach rausgefallen ist, weil er eben auch mit dem Nerf gerade kurz vorher etwas schlechter dastand. Ja, und wir sehen jetzt Morganas kleine Schwester mit der Lux praktisch. Also Lux Jarvan, das ist praktisch genauso wie die Morgana Jarvan Combo. Mit dem Unterschied, dass man, sobald der Gegner gelockdownt ist, sogar noch den Finishing Move von der Lux hat. Also das wird sehr interessant. Und direkt ein sehr schneller Echo Midlane sein. Echo Midlane gegen die Lux. Das könnte natürlich spannend werden. Also ich glaube, wenn die Lux ihr Binding tatsächlich verschießt und der Echo es schafft, das zu dodgen, dann wird die Lux da erhebliche Probleme bekommen. Und auch im 2 gegen 2 Lux gegen Lux Jarvan gegen Vi Echo könnte das tatsächlich noch zu Problemen führen. Ich finde den Malphite-Pick auch tatsächlich insofern interessant, dass gerade Lux als Midlanerin nicht gerade sehr mobil ist. Also Lux, genauso wie Orianna, schwächelt so ein bisschen, was die Mobilität angeht. Orianna hat aber im Gegensatz zu Lux eigentlich noch diese Möglichkeit, sich so ein bisschen fortzubewegen. Aber wir merken anscheinend, Susa hat irgendwas mit diesen Bindings. Also das scheint wohl sein Gebiet zu sein. Ja, auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie sich das jetzt ausspielen wird. Wiederholten Male jetzt gespielt. Ich wollte gerade darauf eingehen, dass wir wohl ein Jarvan Toplane oder ein Trundle im Jungle sehen werden, aber sie haben doch noch 10 Sekunden vor Ende der Frist getauscht. Also wir sehen doch wohl den Trundle Toplane gegen den Malphite. Und das ist natürlich durchaus ein interessanter Pick. Aber ich sehe auch den Malphite im Jungle, auf Toplane, in den Teamfights. Das könnte natürlich, also mit der Vi zusammen, mit dem Echo zusammen und auch dem Thresh, da haben sie natürlich wirklich eine Menge Engage und ich bin gespannt, ob sie es schaffen, diesmal besser in die Teamfights reinzukommen, beziehungsweise diesmal überhaupt Teamfights zu forcen und nicht in der Landing-Phase bereits so weit zurückzufallen. Und das werden wir in 2,5 Minuten rausfinden. Wir verabschieden uns und sehen uns gleich im Spiel wieder.
So, und damit sind wir wieder zurück dem Spielbeginn des vielleicht letzten Spiels dieses Turniers. Schafft es die THG nochmal zurückzukommen? Was glaubst du? Also die Combo gefällt mir von der THKG eigentlich mal besser, muss ich so sagen. Mit Malphite und Echo haben sie natürlich einen sehr starken AOE-CC, wenn sie den irgendwie zusammenbekommen. Echo an sich auch bekannt für einen großen Burst, insbesondere auf seiner Ultimate, wenn das richtig platziert ist. Und auch Jinx so als Hyper-Carry darf man nicht unterschätzen. Verliert vielleicht im Early ein bisschen langsamer als die Caitlyn, aber im Midgame allein ist sie da schon effektiver, was das angeht. Und ich glaube, mit dieser Jinx haben sie diesmal einen besseren Pick getroffen gegen diese Caitlyn als mit der Tristana, weil Tristana wirklich sehr langsam skaliert. Ja, das könnte ich mir durchaus auch vorstellen. Ich denke, man muss aber auch sagen, dass die THKG praktisch wieder eine ziemlich ähnliche Team-Composition wie eben gespielt hat. Mit dem einzigen Unterschied, dass man jetzt noch ein bisschen mehr Engage auf der Top-Lane hat. Aber ansonsten ist das doch wirklich sehr ähnlich zu der letzten Teamkomposition. Mit einem Hyper-Carry auf der Botlane, mit einem Midlane-Pick, der definitiv in den Teamfights Schaden raushauen soll und eben auch mit dem Engage im Jungle. Auf der Botlane hier diesen Invade von THKG entscheiden sich doch nur ein Ward draufzusetzen, dann in den Busch zurückzugehen und vielleicht noch den Jarvan zu catchen, der da gerade auf dem Weg ist. Ja, da könnte jetzt tatsächlich was passieren. Sie haben gesehen, dass die Arbeitslosen auf die Top-Lane gegangen sind. Black ist da zwar zum Scouten, aber passiert da noch was? Ich bezweifle es. Na, die Flag von Jarvan ist jetzt raus. Also wenn, dann müssen sie sich jetzt bewegen. Das tun sie jetzt auch. Sie haben Vision, zumindest in der Nähe, und keinerlei Vision für die Arbeitslosen. Und das wird Krach geben. Sie versuchen da gemeinsam den Invade. Die Crew von dabei trifft und Jarvan geht runter auf 150 Leben, schafft es aber noch wegzubekommen. Ist noch Level 1 jetzt beim Back, muss erstmal gleich das Camp clearen. Aber Double Jungle Start jetzt auf der Seite von THKG, um diese Zeit wieder gut zu machen. Ja, John mit dem Red Buff, das ist natürlich enorm jetzt auf der Top-Lane gegen den Malphite. Der wird da wirklich Probleme bekommen, denke ich. Lux auch den Level-Vorteil in der Midlane. Also sie haben mit diesem sehr späten Invade, da hätten sie wirklich etwas bekommen müssen. Denn jetzt haben sie wirklich schon wieder eigentlich wie im ersten Spiel einen kleinen Nachteil. Sagen wir es mal so, die Idee an sich hat mir schon gefallen, dieser späte Invade, um da was zu reißen. Aber er kam einfach ein Stück zu spät. Eben. Das war das mit der Situation und dementsprechend liegen sie jetzt hier auch wieder, schon wieder 200 Gold hinten. Das ist noch nicht tragisch, aber es ist eben schon wieder ähnlich wie im ersten Game, auch wenn es dort das First Blood und 400 Gold waren. Double Jungle geht für Westrunder und Riku weiter. Wir wollen anscheinend den Malphite jetzt erstmal so ein bisschen da reinzwängen und so ein bisschen die Lane gegen den Trundle vermeiden. Kann ich auch verstehen. Was der Trundle allerdings beim Red Buff nicht gemacht hat, im Gegensatz zu THKG, ist, er hat den Red Buff nicht komplett geklärt. Also der Timer für THKG vorhanden. Hinterher sogar für beide Red Buff Camps, aber nicht mehr für alle Arbeitslosen. Da könnte man mal gespannt sein, ob sie da schaffen, was rumzudrehen. Ja, war durchaus in der Lage zu so einem Early Jungle Invade, aber ich denke nicht, dass man das dort versuchen wird, weil es einfach doch eine sehr riskante Strategie ist. Und jetzt oben zwar mit so einem kleinen Level-Vorteil, aber die Wave pusht gerade ganz schön in den Tower von Westrunder, der da jetzt sagt, okay, danke, lass mich in Ruhe, dann nehme ich halt die Minions am Tower. Habe ich auch nichts gegen. Ja, also kann da jetzt wahrscheinlich noch einiges von dem Farm noch abgreifen. Auch wenn er bereits wieder fast 20 CS hinten liegt, also hat er durch das Double Jungling einiges verloren. Oh, hier kommt der erste Gang auf die Midlane, aber weißen Countergang da. Der Stunt von der Parallel Convergence trifft. Und mit der E zusammen ist es das First Blood für Echo. Lux jetzt mit gefährlich wenig Leben. Eine Kuh könnte vielleicht reichen. Trifft nicht ganz. Und aber da ist genau diese angesprochene Strategie, dass man eben jetzt versucht, die Vi eben auch in der Midlane zu haben. Denn Jarvan, hat man gesehen, die versucht direkt den Gank auf der Midlane zu kriegen. Und sehr gut gespielt von dem Echo, hat er sein Stunfeld in den Busch gesetzt, sodass es nicht sichtbar war für die Arbeitslosen. Und ja, dieses First Blood könnte natürlich jetzt auch Pressure auf der Midlane für die THKG bedeuten. Denn mit ihrem Jungler und auch mit dem Flash, der nicht mehr vorhanden ist für die Lux, ist das natürlich ein absolutes Risiko jetzt.
Bei ist auch ein Weg gewesen zu Toplane, aber Trundle hat gut reagiert und genau zum passenden Zeitpunkt geflasht. Dafür ist natürlich jetzt Flash raus. Malphite versucht jetzt weiterhin auf der Lane zu bleiben, weil er keinen Teleport zurzeit mehr hat. Und beide versucht das jetzt erneut ausnutzen. Aber ein Ward von Gubbel. Gubbel Dubbel. Ach, was für ein Name. Ein Ward von Gubbel Dubbel verhindert das Ganze. Ja, also in der Situation war der Ward auf jeden Fall sehr hilfreich, aber jetzt ist der Ward ausgelaufen und Vi ist noch in der Nähe, also kann den erneuten Gank probieren bzw. wagen, zieht sich jetzt aber zurück und wir sehen schon wieder, also leichte Farmteile auf fast allen Lanes, insbesondere auf Toplane ist der doch sehr groß, in der Midlane noch im Bereich des Möglichen, aber wir sehen auch Jarvan bereits wieder in der Midlane, möglicherweise mit dem nächsten Gank. Ah, nee, das wird einfach nur einmal kurz vorbeigehen. Beziehungsweise den Tower Defend, während die Lux sich auf den Weg zurück zum Base macht. Wird dort ein bisschen von Echo reingedrückt, Echo, aber wird es vermutlich ist halt da keinen Stich gegen den Jarvan bekommen. Das wird ein relatives Nullsummenspiel in dem Fall bleiben und Echo zieht sich jetzt auch zurück, um eben auch sein First Blood Gold und eben auch den Farm, um in ein paar Items umzusetzen. Was mir eigentlich an Echo sogar sehr gut gefällt in dieser Komposition ist, wenn Jarvan reingeht, muss er unmittelbar in die Nähe von Echo. Was heißt, wenn Echo den Jarvan sieht, kann er einfach sein Parallel Convergence direkt auf sich selbst setzen und Jarvan muss da dranbleiben. Also Echo hat da den Vorteil, dass er zumindest den Jarvan erstmal für zweieinhalb Sekunden, also für fast zweieinhalb Sekunden ausnehmen kann. Mit dem Schild zusammen, den dann vor Lux schützt, ist er eigentlich relativ sicher vor Ganks. Eben, also ich denke auch, dass der Echo-Pick tatsächlich gerade für die Midlane-Pressure extrem effektiv sein könnte. Sobald er den Jarvan sieht, kann er eigentlich mit dem Sprung weghüpfen oder eben offensiv auf die Lux gehen, wenn die zu viel Schaden gefressen hat. Also da muss die Lux echt aufpassen, dass sie da nicht bei so einem Gank, gerade auch im 2 gegen 2, wenn die Vi wieder in der Nähe ist, die sich jetzt auch in der Midlane aufhält, ebenso wie der Jarvan, dass die Lux nicht dann da die Leidtragende des Fights wird. Oh, Vi versucht, traut sich da gerade ganz schön weit rein. Wird dort von der Lux Ulti gecatcht. Und Jarvan und Lux entscheiden sich dann doch lieber rauszugehen. Die Ulti von Trundle ist in der Zwischenzeit auf der Toplane und es reicht. Der Damage über die Zeit reicht, um dort den Malphite rauszunehmen. Insbesondere der letzte Proc von der Ulti hielt ihn sogar noch gerade genug, um dort den Schuss des Turrets zu überleben. Also, das war wirklich absolut knapp und ich würde auch mal behaupten, dass das mehr Glück war, dass da noch der letzte Ulti-Proc rauskam, dort eben sowohl den Kill zu securen, als auch selber das zu überleben. Moa auf der Midlane geht jetzt aggressiv, weil er sieht, dass die Lux keinen Mana mehr hat. Lux entscheidet sich trotzdem noch zu bleiben. Also Noah hat Flash und Ignite ab, während für Susa nur, sag ich jetzt mal, nur Barrier zur Verfügung steht. Wir sehen jetzt aber Naro mit einem schönen Hook auf die Caitlyn. Raum blockt in der Zwischenzeit allerdings die Attacks von der Jinx von ab. Trundle kommt jetzt mit dem TP rein, der Flash über den Pillar erfolgt. Trotzdem gefährlich wenig Leben jetzt übrig. Der Tower Dive wird dort angegangen. Trundle möchte den Kill unbedingt haben, bekommt ihn auch und kommt sogar noch relativ sicher weg. Ja, also sehr gut von dem Braum auch gemacht, dass er da so viel Turret-Schutz getankt hat, wie es ihm eben möglich war. Also das hat natürlich dem Trundle sehr viel Zeit gegeben, sich in die Nähe der Jinx zu begeben und musste dann eben nur die Auto-Attacks, die Turret-Shots tanken, während er die Jinx Auto-Attacken konnte. Und die drei Turret-Shots haben dann nicht gereicht, um den Kill am Trundle zu finishen, der sowieso vermutlich nicht in die Hände der Jinx gefallen wäre, sondern höchstens sein Execute geworden wäre. Und nach dem doch recht guten Start für die TH Köln-Gummersbach haben die Arbeitslosen das Spiel doch jetzt wieder recht gut unter Kontrolle. Also der Trundle mit 2-0 inzwischen unterwegs, auch einem ordentlichen Farmlead gegenüber dem Malphite. Also da müssen die Köln-Gummersbacher doch jetzt langsam mal etwas dagegen tun, dass sie nicht wieder so weit zurückfallen. Malphite entscheidet sich dafür so einen kleinen Schlagabtausch mit Trundle, kann ihm mittlerweile so ein bisschen was entgegensetzen, da er sich schon einiges an Rüstung geholt hat und Trundle halt nun mal bis auf die Ulti rein physischen Schaden macht. Aber gerade diese Ulti darf man eigentlich nicht unterschätzen. Das ist nämlich halt gerade das, gegen das die Tanks Probleme haben. Der Pillar ist insbesondere draußen, da er ja eben die Rüstung von Malphite nimmt und sie sich selber zu
Gemüte führt. Also bekommt er ja praktisch umsonst Rüstung gegen den Malphite, genauso wie Magieresistenz, und entzieht dem Malphite eben einiges, was sein Blade of the Green King natürlich noch effektiver macht. Und dann natürlich auch noch den Heal. Den darf man auch nicht unterschätzen. Auf keinen Fall. Haben wir ja gerade erst beim Turret Dive gesehen, dass gerade dieser Heal ihn eben gerettet hat in der Situation. Und eben dieser Heal ihn eben den Kill ermöglicht hat. Oh, weil sitze ich jetzt hier Jarvan und Trundle gegenüber. Wird dort eingecatcht, aber entscheidet sich für den Flash in den Tower. Die Lance von Jarvan reicht aus dort. Die Super Mega Death Rocket kommt rein, macht einiges an Schaden, reicht aber nicht aus, um den Jarvan zu killen, aber der Trundle geht aus dem Tower ein Stück zu früh und tritt dann doch noch den Kill an die Jinx ab. Ich glaube, das war nicht so geplant. In der Zwischenzeit sehen wir auf der Midlane ein wunderschöner Turn von Susa, das gerade noch so geschafft hat, die Ulti zu zünden, um den Echo dort zurückzudrehen. Das war wirklich sehr gut gemacht. Also hätte die Lux da nicht ihre Ulti genau im richtigen Moment benutzt und auch ihre Barrier, wäre das der Kill geworden für den Echo. Aber so natürlich genau im richtigen Moment abgepasst, bevor der Echo aus dem Binding entkommen konnte, bekam er da doch noch die Lux-Ulti in die Fresse und das hat gereicht. Das auf der Top-Lane war einfach pure Misskommunikation. Jarvan gerade durch die Jinx-Ulti so low gefallen, hat auch schon vorher ein paar Tower-Hits getankt und der Tower war ja auch schon aufgewärmt, macht also reichlich Schaden. Trundle hat dann wohl das Ganze nicht bedacht, dass da keine Minions mehr waren, wollte selbst lieber in Sicherheit gehen und hat dann nicht daran gedacht, dass der Jarvan dann diesen Tower-Hit bekommt. Ja, sehr unglücklich gespielt in der Situation. Und wir sehen auf der Botlane beide ADCs mit relativ ähnlichem Itembild, Caitlyn allerdings mit dem Vamp-Scepter-Vorteil. War da vielleicht etwas später als die Jinx-Pick oder hatte vielleicht etwas mehr Gold durch den Assist oder auch den kleinen Minion-Vorteil. Und so ein Vamp-Scepter macht natürlich gerade bei den Trades einiges aus, insbesondere da Caitlyn ja auch die Trades mit der Jinx sehr, sehr wohlwollend annimmt, da sie eben auch, glaube ich, noch die etwas höhere Reichweite hat. Oh. Diese Ulti kam von Trundle sehr früh raus. Ich glaube, der wollte damit eigentlich nur ein bisschen unter Druck setzen. So, wir sehen die nächsten beiden Ganks auf der Midlane. Oh, Jarvan schafft gerade so nicht gestunt zu werden von Echo. Aber beide gehen jetzt hier auf den Lux. Vi und Echo. Und wow! Der Ulti zusammen mit dem Timewinder schafft er es, dann noch die Lux zu picken und sich selbst in Sicherheit zu bringen. Super Play. Auf der Botlane sehen wir jetzt einen Tower Dive im halben Sinne von Braum und Caitlyn, der vielleicht noch ganz gut ausgehen könnte. Zumindest sterben sie nicht, aber die Botlane von THKG jetzt sehr low. Die Super Mega Death kommt rein, macht nicht genug Schaden. Ein Flash gegen die Ulti von Bestrinder. Bringt dort Caitlyn in Sicherheit, aber das Mana fehlt auf der Seite von den Arbeitslosen, um da noch jetzt irgendwas reißen zu können. Ja, auch auf Seiten von THKG reicht ja das Mana von Malphite nicht aus, um noch irgendwas weiterzureißen, aber auch sehr guter Flash da von Barmali mit der Caitlyn. Also wirklich perfektes Timing. Konnte auch der Jinx Ulti dodgen, insofern hat er dort tatsächlich sehr gut gespielt, um dort diesen Gank, den Teleport-Gank zu überleben. Musste allerdings auch Heal und Flash dafür benutzen. Im Endeffekt ist das Ganze 0-0 in der Botlane ausgegangen und 1-1 für die Midlane. Wobei ich glaube, der Trade in der Midlane war eigentlich eher sogar noch zum Besseren von THKG. Gerade da der Midlaner von den Arbeitslosen gefallen ist und für die THKG halt nur der Jungler. Ja, das stimmt. Also insofern konnte Echo natürlich wieder noch ein bisschen farmen. Hat inzwischen auch absolut gleichen Farm mit der Lux, konnte da absolut gleich ziehen. Malphite dagegen 40 Farm inzwischen behind, dazu dass die 2 Kills für den Jungle, also das ist natürlich jetzt schon ziemlich vernichtend, der Goldunterschied auf der Toplane. Dazu noch der Turret, nur um das mal kurz anzumerken, fast 2000 Gold Vorsprung. War dann hier so ein bisschen mit dem Disrespect, ist er einfach nur stehen geblieben und muss jetzt dafür bezahlen. Der Auto-Hit wird reichen, um dort die Caitlyn auseinanderzunehmen. Und es wird noch nicht mal eine Super Mega Death Rocket nötig sein, um auch hier den Braun abzugreifen. Also dieser Hook war nicht unbedingt notwendig. Einfach nur dadurch, dass Caitlyn stillgestanden ist, hat es dem Lunaro ziemlich einfach gemacht, dort den Killer zu greifen. Das ist natürlich jetzt in einem kostenlosen Break. Oh! Oh!
Ich hab nichts das gesagt. Das ist bitter. Im ersten Spiel noch der Reverse Dragon Steel. Jetzt auf der Gegenseite der Steel. Und weiter etwas unvorsichtig wird vom Jarvan gepancaked mit der Ulti. Und das natürlich bitter. Da haben sie gerade den Vorteil auf der Botlane geholt. Hätten sich vielleicht doch eher den Botlane Turret sichern sollen, um ein bisschen in Gold zurückzukommen. Und verlieren stattdessen jetzt bei Mann. Nein, den Dragon und die Vi in dem eigenen Jungle. Hatten einen schönen Vorteil in der Botlane ausgearbeitet, konnten ihn aber nicht passend umsetzen. Der Smite hätte eigentlich sitzen müssen. Lux hat es ja noch, hat ja noch nicht mal die Ulti gebraucht, um das Ganze zu ziehen. Er hat es nur mit der E gemacht. Das, ja, das eindeutig ist eindeutig auf dem Fehlsmite hin. Ja, auf jeden Fall. Und wir sehen Trundle hier, wie er mit seiner W und natürlich auch dem Blade of the Rune King extrem schnell die Turrets einreißen kann. Und auf der Botlane fällt auch der nächste Turret. Das sind inzwischen 3 Turrets Vorsprung und ein fast 5000 Gold Lead. Botlane von den Arbeitslosen ist jetzt ganz schön in Gefahr, da war er auch noch zum Gank da ist. Der Hook trifft auf Kate, also Vi folgt direkt mit der Ultimate. Kill geht an Vi. Links mit der Super Mega Death Rocket wird gleich versuchen, diesen Braum hier sich zu schnappen, der allerdings genau in die andere Richtung flüchtet. Sepp trifft nicht ganz, aber Braum, du hast nirgendwo mehr, wo du hingehen kannst. Genau mit dem Hook jetzt insbesondere. Tut mir leid, und aber nicht mal die Chance dein zu Weg ist hier. Lux trifft dort den Snare. Wird allerdings, kriegt aber noch ein bisschen Damage raus. Und Jarvan muss jetzt aufpassen, er setzt sich nämlich 4 Männern gegenüber. Oh. Dieser Snare hat Echo kann da nicht seine Ulti rausbringen. Ah, Lux muss jetzt aufpassen, setzt sich dort gleich 2 Männern gegenüber, muss sich alleine defenden, weil Jarvan in der Zwischenzeit sich mit Thresh beschäftigt hat. Versucht dort alleine Jinx rauszubekommen, aber der Schaden ist einfach viel zu stark und Jinx greift dort den Double Kill ab. Und jetzt tatsächlich also der Kill-Ausgleich, dazu 3500 Gold nur noch behind. Und die Jinx natürlich jetzt mit dem 4-1-2 gegen die 0-2-1 Caitlyn. Das ist natürlich bitter. Also gerade Jinx möchte man ja definitiv nicht gefeedet sehen, denn diese Crit-Rockets können natürlich extremst reinhauen. Gerade auch da der Trundle bisher nicht tanky gegangen ist. Ebenso wie der Jarvan bisher noch sehr untanky, hat nur relativ viel Leben gestackt. Also da können die Crits echt, echt gefährlich werden. Ja, Jinx jetzt mit 4-1-2 und 131 Farm darf man nicht unterschätzen. Da muss jetzt langsam was von den Arbeitslosen geschehen, dass sie da diese Jinx noch unterhalten können. Denn die wird langsam echt nicht mehr zum Spaß. Nee, also da haben sie wahrscheinlich etwas anders vorgestellt mit den Fights in der Midlane auch. Haben da die Jinx etwas unterschätzt und die hat natürlich jetzt doch schon einen ordentlichen Vorteil. Also hat ihr Infinity Edge bereits fertig und ein Seal, während Caitlyn noch mit BF Swordmax und Vamp Scepter unterwegs ist. Okay, dann Flash da raus, lässt den Brom da ganz schön alleine und das ist ein weiterer Pick für die THKG. Also genau das, sehr was wir eigentlich... Sehr gute Rotation da in die Midlane auch. 4 Mann in die Midlane geroamt. Perfekt, den Kill abgeräumt. Allerdings wird es jetzt natürlich schwer mit dem Tower, wenn sie nicht diven oder... Wunderschöner Hook von Lunaro gegen diese Lux da, die auch direkt von der Vi noch gelockdown wird. Allerdings Trundle in der Backline räumt dort die Jinx auf, die gerade die gefeedete ist. Weil sie sich jetzt hier in Gefahr, kann nicht mehr viel machen. Und auch Echo ohne Ulti nicht mehr in der Lage, großartig viel zu tun. Lunaro jetzt auf einmal der Einzige nur noch in diesem Team, der da genau steht. Malphite kommt jetzt zwar ein bisschen spät rein, wird aber nicht mehr viel reißen können. Muss sich jetzt aus dem Kataklysmus fletschen. Also da haben sie nicht ganz bedacht, dass so ein Trundle auf einmal ein entscheidender Faktor sein kann. Und Malphite kommt da viel zu spät in den Fight rein. Auf jeden Fall, also das war... etwas ungünstig, würde ich es mal formulieren, denn da muss man natürlich mehr aufpassen, beziehungsweise da muss der TP früher kommen, spätestens wenn der Trundle dann da ist. Und die Wards waren ja auch da, also der Pink Ward im Midlane Brush hätte definitiv ausgereicht. Ich weiß nicht, ich habe es nicht genau gesehen, ob der Timer vielleicht nicht verfügbar war, aber dann hätte man da etwas mehr auf den Trundle achten sollen. So hat man seinen Vorteil natürlich wieder abgegeben, liegt jetzt wieder 6000 Gold behind. Und die Caitlyn hat jetzt auch ihr Infinity Edge und die Berserker Grease fertig. Ich sag es mal so, mir gefällt gerade der Weg, wie THKG versucht wirklich diese Picks komplett aufzubauen und sich so einen Vorteil zu verschaffen. Problem ist, ihnen fehlt momentan wirklich dieser Handlungsspielraum auf der gesamten Map. Das machen die Arbeitslosen gerade tatsächlich noch besser.
Ja, in 4 gegen 4 sind sie gerade der THKG überlegen, in dessen kommt, wo sie waren. Sie brauchen den CC von Malphite, um da wirklich was reißen zu können. Eben, und das ist genau das Problem. Sie machen die Rotations, aber sie machen sie ohne den Malphite. Und das ist, würde ich sagen, tatsächlich ein sehr großes Problem, denn gerade die Malphite-Ulti ist ja dazu da, um wirklich dann auch mal so einen Tower-Dive in der Midlane gut ausführen zu können und eben schnell die Caitlyn und auch die Lux nach Möglichkeit herauszunehmen, ohne dass der Trundle irgendwie großartig Zeit bekommt, in der eigenen Backline aufzuräumen. Ja, Trundle ist jetzt wirklich ein großer Faktor hier. Mit 403 möchte er natürlich versuchen, gerade die Carries so schnell wie es geht rauszunehmen. Wenn er das schafft, genauso wie in dem Fight gerade, dann sieht es sehr gut aus für die Arbeitslosen. Der Malphite müsste vielleicht sogar überlegen, ob er sich nicht eher defensiv einsetzt. Er hat jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder er geht selbst für die Backline und versucht sie so lange wie möglich aufzuhalten, oder aber er peelt halt diesen Trundle von der eigenen Backline weg. Ich würde eher sagen, dass das tatsächlich der Thresh weiterhin übernehmen sollte, denn letztlich hat Trundle auch jetzt keinen Flash mehr und bis auf den Pillar auch eigentlich keine Möglichkeit, irgendwie die Jinx in seiner Nähe zu halten. Wenn sie dann noch einen Kill bekommt oder eine Killbeteiligung, dann sollte der Speedboost eigentlich reichen. Der Pillar zaunt hier gerade zwei Member von THKG ganz schön weit raus. Weil schafft es jetzt noch, die Ulti auf den Darben zu landen. Bisher noch kein einziger Kill, aber Trundle schafft es gerade, die Weiz zu töten und auch der Malphite geht down. Echo schafft es gerade noch auszuweichen, um dort ein wenig Schaden zu entgehen. Das Problem ist jetzt, sie sind nur noch zu dritt und müssen jetzt gucken, dass sie möglichst schnell ins Wegkommen und heilen, um dort wieder einsteigen zu können. Versuchen dort noch möglichst Pills abzugreifen, aber genau das wird gerade nicht mehr passieren. Und dieser Drake dürfte jetzt eigentlich an die Arbeitslosen gehen. Sehr ungünstig, dass man da keine Chance hatte, den Malphite irgendwie in Szene zu setzen, der da ganz alleine auf einmal zwischen drei, vier Leuten stand und nicht richtig wusste, was er denn da tun sollte. Also war der sehr beschäftigt damit, irgendetwas zu tun, aber hat dann relativ lange gebraucht, bis er irgendwie eine Ulti gesetzt hat, die dann auch, ich bin mir nicht mehr sicher, ob sie überhaupt die Caitlyn getroffen hat oder ob die mit ihrem Netz tatsächlich davon weggekommen ist. Insofern sehr unglücklicher Teamfight für die THKG und das bedeutet natürlich den zweiten Dragon und auch inzwischen über 7000 Gold Rückstand. Also die bessere Komposition zum Teamfight hat definitiv die THKG meiner Meinung nach. Sie nutzen es gerade nur nicht wirklich komplett aus, so wie sie sollten. Ich finde, vielleicht ist es sogar ein deutliches Alarmsignal, dass sie eben trotz dieser Teamfight-Composition diese Teamfights nicht gewinnen können, denn eigentlich müssen Malphite und Echo in die Backline diven, zusammen mit der Vi möglicherweise, um eben die Caitlyn instant rauszunehmen, nach Möglichkeit natürlich auch die Lux. Währenddessen sollte der Thresh einfach versuchen, die Jinx so safe wie möglich zu halten und so eben ein bisschen Zeit zu erkaufen. Und wenn drei Leute in die eigene Backline springen, dann muss auch ein Trundle sich überlegen, ob er da nicht vielleicht etwas defensiver spielt. Und dann wäre auf einmal der Jarvan alleine der Gegner. Das ohne ein Schadens-Item. Da sollte die Jinx dann eigentlich schon die Möglichkeit haben, das zu überleben. So, wir sehen Echos nach ihm benanntem Item. Hat er fertiggestellt. Versucht dort jetzt noch weiter auf AP zu gehen. Frage ist, werden wir jetzt bei Echo Sonias bald sehen? Eigentlich ist es jetzt gegen diese Lux schon ein Muss, die ja schon zweimal ihn gecatcht hat. So, Threshold landet allerdings auf die Caitlyn und setzt sie da ganz schön in Gefahr. Echo allerdings jetzt alleine in dieser Backline, muss doch vielleicht gleich sogar ultern rausbekommen. Aber er ultert und trifft die Caitlyn damit! Kann die Caitlyn rausnehmen? Wann in der Zwischenzeit hat es geschafft, die Kinder zu ziehen? Darf nicht gefährlich nehmen, sieht sich jetzt dazu vier Member gegenüber. Und genauso fällt er jetzt wie Thresh. Vi wurde gestunt und fällt dort ebenfalls. Echo und Malphite sind noch die einzigen beiden Member von THKG, die am Leben sind, während noch drei Member von den Arbeitslosen das probiert haben. Und das ist natürlich jetzt schon ziemlich kritisch. Also der Teamfight lief doch deutlich besser, auch damit, dass eben Jarvan am Anfang alleine in der gegnerischen Backline stand, Jinx da sehr lange doch überleben konnte und auch sehr viel Schaden raushauen konnte, während eben Echo und Malphite in der gegnerischen Backline waren, aber haben eben die Lux nicht bekommen, die den Fight dann gedreht hat. Und das ist natürlich jetzt wirklich schon ein Problem, wenn man nicht mehr solche Fights gewinnt. Dann inzwischen 6-0-6. Und THKG ist natürlich schon echter. THKG-Seite sollte man langsam mal überlegen, ob man nicht versucht, irgendwie dann doch was auf den Sidelanes zu machen und da einen Pick zu generieren. Das Problem ist, gerade dieser Trundle ist stark gegen sowas.
So, wenn sie die Teamfights also verlieren und auch so keine Möglichkeit haben, irgendwo an der Seite so einen Fight ganz schnell herumdrehen. Also sie müssen dann fast schon 3 oder 4 Leute schicken, um den Chun-Li wirklich schnell und effektiv eben aufzunehmen und mit Sicherheit diesen Kill zu bekommen. Denn sonst wird es eben, wie du schon gesagt hast, sehr gefährlich auch, dass der Trundle diesen Fight einfach drehen kann. Caitlyn nimmt da schon ein bisschen was an Schaden vom Echo, hat allerdings dieses vampirische Zepter, womit sie sich dann doch relativ schnell wieder heilt. Ja, hat auch ihre Ulti benutzt, um den Echo eben, der sogar auf Half-Life dann runtergegangen ist. Also, der muss da auch definitiv gegen die Caitlyn hoffen, dass er dann nicht so lange in ihrer Nähe bleibt, sodass sie ihn poken kann. Jetzt ist jetzt Malphite gegenüber. Aber Malphite, ganz schön tanky jetzt mit diesen Mercury Threads und dem Umhang. So, der kriegt nicht mehr so viel Schaden gerade von der Lux und kann entsprechend jetzt vielleicht so langsam in der Backline ein bisschen mehr reißen. Ja, aber wenn, dann muss er tatsächlich, braucht er noch einen, ja, faktisch einen Dive-Buddy. Den hat er natürlich in Echo, der ja auch durch seine Ulti eine gewisse Sicherheit besitzt. Aber dann muss man eben das eine Ziel auch wirklich sehr, sehr schnell rausnehmen. Also, vor allem die Caitlyn bietet sich natürlich an. Hat kein Heal, besitzt zwar Flash, aber eben nicht den Heal, um gegebenenfalls ein bisschen Schaden nochmal wieder rauszuheilen. Und, ja, also die Caitlyn ist natürlich das Hauptziel, aber auch die Lux ist gefährlich. Auf Echos Seite sehe ich jetzt gerade sogar ein Gürtel des Riesen. Also, er versucht wahrscheinlich jetzt auf dieses Rally Scepter zu gehen, während Trundle sagt: Ja, Malphite, ich habe keine Lust auf dich. Kämpfen wir einfach hier. Ich nehme sogar noch Jarvan mit. Ich tank den ganzen Tower, macht mir nichts aus. War nach dem Motto: Dann kaufe ich den Bums halt. Also. Trundle macht mir wirklich nichts aus. Aber hier diese Situation: 3 gegen 4 wird gerade versucht, damit er auszunutzen. Jinx kommt jetzt zum Fight. Aber Echo muss ulten, nur um sich selbst ein bisschen Leben und Sicherheit zu bringen. Jarvans Kataklysm geht auf die Vi und sichert dort den Kill, während Caitlyn den zweiten Kill dieses Teamfights an Thresh macht. Und währenddessen killt Trundle auf den Botlane Inner Turret. Und ja, abgesehen von der Wave, die jetzt langsam reinpusht, sehe ich keinen Grund, warum man da nicht 1 oder 2 Inhibitoren wieder bekommen sollte. Das Problem ist, die AKG zerbröckelt jetzt nach und nach, machen immer wieder so ein paar kleine Fehlentscheidungen. Das darf jetzt einfach nicht mehr passieren in diesem Stadium des Spiels. Wenn man jetzt noch so große Fehler macht, wird man dafür ganz schnell bezahlen müssen. Oh, wieder ein wunderschöner Put-over-Peacemaker da. Hier da die Jinx und ich glaube, Malphite musste eben scheinbar beim Kampf um den Inner Turret auf seine Ulti benutzen. Ist auf jeden Fall auf Cooldown, also das ist natürlich bitter. Hatte die dann nicht in dem Fight zur Verfügung, obwohl die Caitlyn ja doch einiges an Schaden genommen hat. Also mit der Ulti hätte er sie da definitiv bekommen können. Arbeitslosen machen sie jetzt auf den Weg, um den nächsten Drake zu securen, haben mittlerweile einen soliden 11.000 Gold Lead, den sie jetzt eigentlich schon ziemlich was aufbauen können. Ja, also spielen das da sehr sicher runter. Keine Not, da irgendwie jetzt den Inhibitor zu forcen, können jetzt einfach in aller Ruhe den Baron möglicherweise baiten oder einfach auch gemeinsam eben versuchen, direkt auf den Inhibitor zu gehen. Mit dem Split-Push von Trundle sollten sie das eigentlich ohne Probleme schaffen. Also ich sehe nicht, wie die THKG Köln das noch irgendwie drehen soll. Dafür braucht es wirklich schon ein sehr, sehr, sehr großes Wunder, beziehungsweise einen sehr, sehr guten Teamfight. Insbesondere muss diese Backline so schnell fallen, dass man sich sofort den Trundle zudrehen kann. Man darf Trundle einfach nicht fokussen, weil genau dann macht die Backline von den Arbeitslosen so viel Schaden, dass dieser Teamfight einfach nur noch für die gewonnen ist. Wir müssen Lux und Caitlyn so schnell jetzt rausnehmen, dass sie da keine Möglichkeit mehr haben, irgendwie großartig zu reagieren. Und dann gilt aller Fokus den Trundle. Und das so schnell, wie es geht. Ja, also man muss im besten Fall eigentlich mit Malphite, Vi und dem Echo eben schnell Caitlyn und Lux rauskriegen und dann, wie du schon gesagt hast, schnell wieder sich mit der eigenen Backline zusammentun. Denn sobald Trundle in der Nähe der Jinx ist oder auch Jarvan mit seinem Cataclysm, hat sich das ganz schnell erledigt für die Jinx. Ach, wir haben sogar schon von Lunaro einige wunderschöne Hooks gesehen, um dort die Caitlyn oder die Lux gerade aus der Position zu bringen. Das Problem ist einfach, dass der Follow-up bisher nie da war. Weil das Team nicht in Position war, um auf diesen Catch zu reagieren. Und das hätten sie eigentlich machen müssen. Auf jeden Fall. Und jetzt der Baron und die Vision ist da.
allerdings auch nur für die Arbeitslosen. Also THKG mit gerade mal Wards in der Nähe des Grunds. Auch versucht dort ein bisschen was abzuhalten, kann natürlich reichlich tanken, aber er schafft es gerade sogar tatsächlich, die Member ein bisschen rauszuhalten. Aber Lux sieht sich jetzt natürlich hier alleine den ganzen Membern gegenüber. Jinx kommt jetzt langsam dazu, den Schaden zu machen. Eine wunderschöne Ulti von Echo macht dort einiges an Schaden. Also an die Arbeitslosen. Aber der Schaden, der von den Arbeitslosen selbst kommt, ist einfach viel zu viel. Und sie drehen diesen gesamten Tiefert einmal komplett auf den Kopf und räumen das Ganze hier hinterher 5:1 auf. Dürfte es das jetzt Ace gewesen sein. Das Ace könnte jetzt tödlich sein und das zu Ende des Ziels bedeuten. Ich denke auch, also die Death Timer, 20 Sekunden. Natürlich müssen sie noch den Inhibitor selber einreißen, aber Jinx, Caitlyn inzwischen auch mit mehr als 2 Items. Das könnte möglicherweise reichen. 10 Sekunden auf der Jinx, 12 Sekunden für Thresh. Also einen Wechsel nehmen sie auf jeden Fall mit, möglicherweise mehr. Da versuchen sie für den Kick zu gehen, kriegen ihn aber auch relativ schnell down. Jetzt ist der Nexus in Gefahr. Nexus noch 75% Leben. Sie versuchen reinzugehen, um das Ganze zu finishen. Aber die Kette in der Backline macht viel zu viel Schaden an den Nexus. Nexus fällt. Herzlichen Glückwunsch, Arbeitslose. Ihr habt dieses Turnier gewonnen. Ja, und das mit einem doch sehr dominanten 2:0-Sieg. Den hatten wir wahrscheinlich auch nicht so auf dem Zettel, insbesondere da sie ja vorher gegen die THKG Köln, gegen die TH Köln-Gummersbach ausgeschieden waren, beziehungsweise ins Loser-Bracket gerutscht waren. Und ja, aber zwei sehr überzeugende Spiele konnten in beiden Spielen die Teamfight-Composition der TH Köln ausweichen, beziehungsweise umgehen und haben es geschafft, mit einigen Skirmishes eben Teamfights so lange herauszuzögern, bis sie so weit vorne sind, dass sie diese Teamfights auch locker gewonnen haben. Zuerst in der Niederlage gegen TH Köln-Gummersbach haben sie ihre Lektion gelernt, haben sich durch das Loser-Bracket wieder nach vorne gekämpft und gehen jetzt als Sieger mit über 5000 Riot Points und dem Victorious Rise Skin raus. Herzlichen Glückwunsch nochmal dafür, aber natürlich auch herzlichen Glückwunsch für den zweiten Platz an die TH Köln-Gummersbach. Denn Leute, auch 3000 Riot Points sind ganz schön viel. Nutzt sie, ihr habt sie euch redlich verdient. Auf jeden Fall. Ich meine, sie haben sich durchs komplette Winner-Bracket gekämpft. Da hat man sich sowas auch natürlich verdient. Und ja, ich würde sagen, dann verabschieden wir uns an dieser Stelle auch. Wir wünschen euch allen ein schönes Wochenende. Geht ordentlich feiern. Trinkt ein paar Apfelschorlen. Und ja. Das war's von uns. Wir sehen uns in der Liga. Unser Moderator wird jetzt wahrscheinlich noch ein paar kleine Sachen zur Liga sagen. Bis dahin, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.